Hallo Fallout-Freunde, willkommen bei Fallout New Vegas mit mir, dem Gario, in einer brandneuen Folge. Was macht sie hier? Ein bisschen, keine Ahnung, Schlittschuhlaufen oder so. Und das im Sommer. Ja, wir wollten mal mit Mr. House sprechen in der letzten Folge. Hatte ich so rausgehört, aus meinem Gedächtnis. Weil wir mal gucken wollten, ob es böses Blut gibt, weil wir hier das Ding verwanzt haben. Na komm. Ach so, alle Begleiter entlassen. Nee, stimmt. Wir kriegen ja hier unsere Begleiter. Ha. Alla. Wo soll's hingehen, Partner? Ach, dich muss ich ansprechen. Cocktail Lounge. Eigentlich cool, so ein Turm, ne? Hätte ich auch gern so ein Casino. Einfach nur so stimmungstechnisch, so. Ja, mal ein paar Leute einladen und ansonsten ganzes Jahr in so ein verlassenes Casino. Und wenn du eine coole Location brauchst, hast du einfach so ein Casino. Oh ja, lass mal eine große Party schmeißen. Also jetzt nicht während Corona, ist klar, ne? Aber ansonsten so stimmungsmäßig, ne? So ein bisschen, keine Ahnung, 20er Jahre oder was? Ist doch geil. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo Mr. House abhängt, dann, ich glaube, hier ist er auf jeden Fall nicht. Gott, war ich schon ewig nicht mehr hier. Okay, dann Casino ist ganz unten, dann gehen wir noch Penthouse. So, ja genau, hier, da ist sie. Warte mal, wir haben doch, glaube ich, Schneekugeln gefunden, oder? Mr. House ist stolz wie Oscar, dass Sie die alten Securitrons wieder in Betrieb gesetzt haben, Schatz. Ja, ist ja recht. Nee, können wir anscheinend nicht. Ja, ist recht. Aber wo war denn das mit den Schneekugeln? Ich dachte, man. Obwohl, wir haben keine Schneekugeln. Haben wir Schneekugeln gefunden? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist egal. Okay. Mr. House, ich habe gute Neuigkeit. Ich möchte ein bisschen für dich arbeiten. Hallo. Ich nehme an, dass Sie hier sind, um den Platin-Chip zu liefern. Nein, ich möchte weitere Anteilungen. Da haben Sie ihn. So klein, nicht wahr? Und doch so unglaublich leistungsfähig, so äußerst wertvoll. Jahrzehnte habe ich Sammler beauftragt, diese kleine Reliquie in den Ruinen eines Ortes namens Sunnyvale zu suchen. Dort wurde der Chip am 22. Oktober 2077 hergestellt. Er hätte mir am nächsten Tag von einem Kurier hierher ins Lucky 38 geliefert werden sollen. Aber die Bomben kamen ihm zuvor. Ich muss nicht erwähnen, dass der Chip nie geliefert wurde. Hast du aber gerade. Okay, was genau kann denn dieser Platin-Chip? Ja, bisher haben Sie nur gesehen, dass er die Securitron-Gesichtsbildschirme von Polizist auf Soldat ändert. Aber gleich sehen Sie es. Es gibt Dinge, die man einfacher zeigen als erklären kann. Nehmen Sie den Aufzug bis ganz nach unten und Sie werden sehen, was ich meine. Keine Angst, das wird Ihnen gefallen. Wir müssen noch viel erreichen, Sie und ich. Moment, 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 Moment. Habe ich es jetzt verkackt? Habe ich jetzt die Hauptstory, Treten Sie bitte näher an den Demonstrationsbereich. Ich nehme an, dass Sie mittlerweile bestens mit meinen Securitrons vertraut sind. Das Gehäuse aus Titanlegierung, das den Elektronikkern schützt, widersteht problemlos Beschuss aus kleinen Waffen und Schrapnellen. Der von Glassinghouse Inc. speziell für uns hergestellte Gatling Laser X25 ist gegen weiche Ziele auf mittlerer Entfernung tödlich. Und für kurze Distanzen oder zur Kontrolle von Menschenmassen ist der Securitron mit einer 9 mm Maschinenpistole ausgestattet. Das alles wussten Sie ja wahrscheinlich schon. Was Sie nicht wussten, ist, dass das die Sekundärwaffen
der Securitrons sind. Die ganze Zeit mussten meine Securitrons mit dem Mark I-Betriebssystem zurechtkommen, dem die Softwaretreiber für ihre Primärwaffen fehlten. Heute ändert sich das mit der Lieferung des Platin-Chips. Sehen Sie zum ersten Mal Securitrons mit dem Mark II-Betriebssystem. Der Raketenwerfer M235 bietet dem Securitron die Möglichkeit, Boden- und Luftziele auf erheblich größere Entfernung zu bekämpfen. Und der Schnellfeuergranatwerfer G28 garantiert, dass Securitrons in Gefechten auf kurze Entfernungen tödlich sind. Die Software-Upgrades umfassen außerdem Treiber für die ausgeklügelten Onboard-Reparatursysteme des Securitrons. Insgesamt erhöht das Software-Upgrade Mark II die Gefechtseffektivität um 235% pro Einheit. Die Stadt New Vegas wird nun endlich von würdigen Soldaten beschützt. Gehen Sie jetzt wieder ins Penthouse. Wir haben viel zu besprechen. Ausflüge in den Keller sind selten so lehrreich, nicht wahr? Mittlerweile habe ich das Upgrade an alle Securitrons in Reichweite des Transmitters übertragen. Und ich muss sagen, da ist einiges los auf dem Strip. So. Aufgabe abgeschlossen. Der Haus gewinnt immer eins. Sie glauben, Ihre Securitrons können Caesars Legion und die RNK besiegen? Warum sollte ich einen Krieg gegen die RNK anfangen? Das sind meine besten Kunden. Wenn Ihre Anführer nicht vorhätten, mir Vegas unter dem Hintern wegzuklauen, hätte ich überhaupt keine Probleme mit der RNK. Das Fundament ist gelegt. Meine Securitrons auf dem Strip haben das Upgrade erhalten und die im Fort sind gefechtsbereit. Jetzt müssen wir nur noch für die richtige Einstellung einiger kleiner Gruppen sorgen, während wir Caesars Angriff auf den Hoover-Staudamm abwarten. Mhm. Ich bin hier, um Sie zu töten, Mr. House. Mr. House angreifen. Ja, ich greife den Bildschirm an. Na klar. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Was wollten Sie besprechen? Ich bin überrascht, dass Sie mich nicht fragen, was aus Benny geworden ist. Das liegt daran, dass er nicht mehr relevant war, nachdem Sie den Platin-Chip zurückgeholt hatten. Mir geht es um Fortschritt, nicht um Rache. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen diese Art von Triumph nehme, aber hier ist der falsche Ort für Ihr barbarisches Gegröle. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Wussten Sie, dass die Feinschmeckergesellschaft aus ehemaligen Kannibalen besteht? Ja, natürlich. Aber das Unterlassen dieser Ernährungspraktiken ist ein hauptsächlicher Bestandteil Ihres Vertrags. Angesichts dessen, was ich so höre, würde ich jeden Abend im Gourmand speisen wollen, wenn ich mich bewegen könnte. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Sie sollten wissen, dass ich ein Überwachungsgerät an einem Ihrer Datenterminals angebracht habe. Das werde ich nicht machen. Was hat es mit der Schneekugelsammlung auf sich? Was ist damit? Die machen mir Spaß. Irgendwie finde ich kleine Dioramen in einer Glaskugel angenehm. Wenn Sie eine im Ödland finden sollten, geben Sie sie Jane. Sie wird sie entlohnen. Mhm. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Wie sah Vegas vor dem Krieg aus? Es war ein Ort der Pracht. So herrlich der Strip heute auch aussieht, ist er doch nur ein Schatten des Neonparadieses, das Las Vegas war. Ich bin unweit von hier aufgewachsen. Und obwohl ich weit in der alten Welt herumgekommen bin, habe ich nie einen ähnlichen Ort gefunden. Glaube ich. Sie sagen, dass Sie Las Vegas gerettet haben. Wie? 2065 hielt ich es für mathematisch erwiesen, dass ein Atomkrieg die Erde in spätestens 15 Jahren verwüsten würde. Alle Prognosen deuteten darauf hin. Ich wusste, dass ich nicht die Welt retten konnte, und das wollte ich auch nicht. Aber ich konnte Vegas retten und damit vielleicht die Menschheit. Ich begann sofort mit der Arbeit. Ich dachte, ich hätte mehr als genug Zeit für Vorbereitungen. Wie sich herausstellte, waren es 20 Stunden zu wenig.
Welche Vorbereitungen haben Sie zur Rettung von Las Vegas unternommen? Am Tag des großen Krieges wurden 77 atomare Sprengköpfe auf Las Vegas und Umgebung abgefeuert. Mein Rechnernetzwerk konnte 59 Entschärfungscodesätze ermitteln und übertragen, sodass 59 Sprengköpfe vor dem Einschlag entschärft wurden. Auf dem Dach des Lucky 38 montierte Laserkanonen zerstörten 9 weitere Sprengköpfe. Der Rest kam durch, jedoch traf keiner die Stadt selbst. Zugegeben, eine suboptimale Vorstellung. Wäre der Platin-Chip doch nur einen Tag früher angekommen. Warum ist der Platin-Chip nicht rechtzeitig angekommen? Der Platin-Chip wurde in Sunnyvale, Kalifornien, am 22. Oktober 2077 hergestellt, am Tag vor dem Großen Krieg. Ein Kurier hätte ihn am folgenden Nachmittag liefern sollen, aber bis dahin war die Welt schon untergegangen. Der Chip enthielt wichtige Software-Upgrades, aber nicht nur für meine Securitrons, auch für sämtliche Aspekte des Raketenverteidigungsgitters. Angesichts der fehlerhaften Software hätte das Ergebnis schlimmer ausfallen können. Und auch so wäre ich fast gestorben. Wie sind Sie bei der Verteidigung von Vegas fast gestorben? Softwarestörungen verursachten eine Reihe von Systemfehlern. Ich musste den Reaktor des Lucky 38 vom Netz nehmen, damit er nicht explodierte. Fast 5 Jahre kämpfte ich mit Stromausfällen und Systemabstürzen, bis ich endlich meinen Datenkern mit einer älteren OS-Version rebooten konnte. Ich verbrachte die nächsten Jahrzehnte in einem wahren Koma. Aber ich überlebte, wie Sie sehen. Und dann kam mein Durchbruch. Okay, sprechen wir über was anderes. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Wie wird die RNK den Hoover-Staudamm verteidigen? General Olivers Strategie, oder besser Tunnelblick, ist es zu verdanken, dass massenhaft Truppen am Hoover-Damm stationiert wurden. Er will die Legion in einer direkten Keilerei in die Flucht schlagen und sie anschließend verfolgen und bis auf den letzten Mann zerstören. Solch ein vernichtender, entscheidender Sieg würde nämlich die taktische Genialität von Chief Hanlons Verteidigung vor 4 Jahren überschatten. Und lass mich raten, die Legion macht lieber, wie wir erfahren haben, Guerillakrieg, als irgendwie wirklich eine große Konfrontation zu riskieren. Wie sieht Ihr Schlachtplan für den Staudamm aus? Oh, jetzt, nein, jetzt hab ich... Was wollt... Nein, scheiße, ich hab's übersprungen und ich hab's halt nicht mal selber gehört. Mist. Wie sehen Ihre Pläne für New Vegas aus? Ich habe Vegas samt seiner Seele wiedererweckt. Was mir jetzt fehlt, ist die Fähigkeit, meinen rechtmäßigen Anspruch durchzusetzen. Und das nicht nur gegenüber Caesars Legion. Tatsächlich stellt nämlich die RNK eine direktere und hinterlistigere Bedrohung dar. Wie wollen Sie Ihren Anspruch auf die Stadt geltend machen? Um sich durchzusetzen, benötigt man Durchsetzungsfähigkeit. Und ach, eine Position der Stärke. Als ich vor Jahren bemerkte, dass RNK-Kundschafter durch die Mojave zogen, erkannte ich an ihren Uniformen, dass es keine Stammesleute waren. Ich wusste, dass schon bald eine Armee auftauchen würde, um den Damm einzunehmen. Und dass meine Securitrons nicht gegen sie ausreichen würden. Daher rekrutierte ich die 3 Familien. Vegas gehört mir, weil ich genug Stärke aufbringen konnte, um die RNK an den Verhandlungstisch zu zwingen. War die RNK-Armee nicht groß genug, um ihre Securitrons und die 3 Familien zu besiegen? In der Tat, auch jetzt noch, aber nicht ohne erhebliche Verluste. Hätten Kimball und Oliver die Leben hunderter Soldaten für die absolute Kontrolle über den Hoover-Staudamm geopfert? Oh ja. Sie hatten keine Angst vor mir, sie hatten Angst vor Caesar, dass ein Angriff auf mich sie gegen eine Offensive der Legion verwundbar machen würde. Also verhandelten sie. Nicht, weil sie so gutherzig waren, wie sie gerne behaupteten, sondern weil die Mathematik der Macht ihnen keine Wahl ließ. Okay, und wie sahen die Bedingungen Ihres Vertrags mit der RNK aus? Die RNK-Truppen durften den Hoover-Damm besetzen und eine Militärbasis am Flughafen McCarran errichten.
Naja, am ehemaligen. Sie erkannten meine Hoheitsgewalt über den Vega Strip an und erklärten sich bereit, mich mit Strom und Wasser zu versorgen, sobald der Damm lief. Das Abkommen regelte außerdem, dass die RNK ihre Soldaten und Zivilisten nicht davon abhalten darf, den Strip zu besuchen. So habe ich die RNK vor meinen Karren gespannt. Ihre Okkupation wurde zum Motor meiner wachsenden Wirtschaft. Würden Sie gegen die RNK in den Krieg ziehen? Der springende Punkt ist, dass Sie sofort einen Krieg gegen mich anfangen würden, wenn Sie könnten. Es gibt nur einen Grund, warum die RNK sich noch keinen Skandal als Vorwand für die Invasion des Strips ausgedacht hat. Caesar's Legion. Die letzte Schlacht zwischen diesen beiden Armeen naht mit großen Schritten. Ich kann keine der beiden Seiten zu ihren Bedingungen gewinnen lassen. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Okay. Also, wir haben in dieser Folge haben wir Mr. House ein bisschen stärker gemacht durch den Platin-Chip. Und damit hoffentlich ein einigermaßenes Machtgleichgewicht zwischen der RNK und Mr. House erzwungen. Wenn jetzt die Legion gegenüber der RNK auftreten würde, hat Mr. House wahrscheinlich auch die Idee, den Hoover-Staudamm unter seine Kontrolle zu bringen. So. Ihr wisst ja, ich kämpfe für die gute Sache. Und das heißt, weder für die RNK, noch für Mr. House, noch für die Legion. Weil ich der Meinung bin, dass diejenigen, die viel Macht haben, immer die Macht missbrauchen. Also müssen wir die irgendwie alle gemeinsam dazu zwingen, dass sie irgendwie sich alle gegenseitig kontrollieren und damit der Hoover-Staudamm, um den es ja in diesem Spiel geht, nicht in die Hände von einer einzigen Partei gerät. Und genau deshalb machen wir als nächstes die Quest mit den Rumsern und versuchen die auch dazu zu bringen, sich einzumischen. So, nehmen wir an, sie behalten die Kontrolle über New Vegas. Was passiert als nächstes? New Vegas ist mehr als eine Stadt. Es ist das Gegenmittel gegen die Entgleisung der Menschheit. Die Wirtschaft der Stadt ist ein Hochofen, in dem der Stahl einer neuen Gleisstrecke geschmiedet werden kann, die zu einem neuen Horizont führt. Was ist die RNK? Eine Gesellschaft von Menschen, die verzweifelt lechzen nach Komfort, Behaglichkeit, Luxus. Eine Gesellschaft von Konsumenten. So wie die Geschäfte gerade laufen, brauche ich 20 Jahre, bis die Hightech-Entwicklung wieder brummt. 50 Jahre, bis ich Menschen im Orbit habe. In 100 Jahren werden meine Kolonieschiffe nach Planeten suchen, die nicht vom Zorn und der Narretei einer vergangenen Generation verseucht sind. Und in der Zwischenzeit würden Sie Vegas als eine Art Diktator regieren? Ich bevorzuge den Begriff Autokrat. Ja. Ich würde als Generaldirektor herrschen, ohne mich einem Vorstand oder irgendwem sonst gegenüber rechtfertigen zu müssen. Nichts, was den Fortschritt aufhalten würde. Wenn Sie das Schicksal von Demokratien sehen wollen, müssen Sie nur aus dem Fenster schauen. Und genau das ist das Problem. Mr. House würde seine Macht missbrauchen. Deswegen dürfen wir ihm nicht den Hoover-Staudamm und generell die Welt, in der wir spielen, in alleinige Hände geben. So, und hier ist ein Übersetzungsfehler. What's to keep you from abusing your power? Was hält dich davon ab, deine Macht zu missbrauchen? Meine Beurteilung. Ja, genau. Ist klar. Ich will niemanden missbrauchen. Ebenso wie ich den Leuten nicht gesetzlich oder anderweitig vorschreiben will, was sie privat zu tun haben. Mhm. Auch habe ich kein Interesse daran, als Maschinengott-Messias verehrt zu werden. Solcherlei korrumpierende Ambitionen sind mir fremd. Mhm. Aber Autokratie, entschiedene Kontrolle durch die starke Hand eines technologischen und wirtschaftlichen Visionärs? Ja, das soll Vegas haben. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Erstmal nichts. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja.
Und genau deshalb bin ich der Meinung, dass Rom zerstört werden sollte. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir dürfen keiner Partei alleine die Macht über den Hoover-Staudamm geben. Und nachdem wir gerade den Platin-Chip in unseren Händen halten, Einen schönen Tag wünsche ich. halt die Fresse, sollten wir gerade jetzt sehr vorsichtig sein, was die Story betrifft. Also, nächste Folge, wenn ich dran denke, das ist schon wieder die Ende meiner Aufnahmesession, machen wir mal die Aufgabe mit den Rumsern. Ach, die könnten wir eigentlich gleich mal markieren. Dinge, die Rums machen. Perfekt. Gut. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.